Herzlich willkommen zurück zu Verwaltungsrecht AT. Wir haben in der letzten Folge schon mal den Verwaltungsakt nach § 35 Verwaltungsverfahrensgesetz angesprochen und haben dort die ersten drei Prüfungspunkte, nämlich die hoheitliche Maßnahme, die Behörde und den Regelungscharakter besprochen. Und jetzt kommen wir zum Einzelfall. Was hat es damit auf sich? Der Verwaltungsakt muss für einen konkreten Einzelfall auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts zutreffen. Heißt also, wir grenzen hier den Verwaltungsakt, sprich den Einzelfall, von einer Rechtsnorm ab. Bei der Rechtsnorm ist es so, dass eben eine unbestimmte Anzahl an Fällen mit der Rechtsnorm geregelt wird. Beim Verwaltungsakt wird eben nur der Einzelfall geregelt. Wie grenzen wir jetzt Verwaltungsakt und Rechtsnorm voneinander ab? Wir haben verschiedene Regelungen bezüglich Verwaltungsakt und Rechtsnorm. Wir haben beim Verwaltungsakt unterscheiden wir bei dem Einzelfall zwischen einem konkreten Einzelfall, nämlich der konkret individuellen Regelung, und zwischen mehreren Einzelfällen, nämlich der konkret generellen Regelung, gemäß § 35 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz. Mehrere Einzelfälle wäre zum Beispiel, wenn alle Mieter aus einem Haus betroffen sind. Nicht nur ein Mieter. Ein Mieter wäre die konkret individuelle Regelung. Mehrere Mieter, also aus einem Haus, wären mehrere Einzelfälle, sprich die konkret generelle Regelung. Daneben haben wir, wie bereits gesagt, die unbestimmte Anzahl an Fällen bei der Rechtsnorm, die sich abstrakt generelle Regelung nennt und die für eine unbestimmte Anzahl an Personen gilt. Man kann sich jetzt vorstellen, dass die Abgrenzung vor allem zwischen einer konkret generellen und einer abstrakt generellen Regelung Probleme bereiten kann. Ja, individuell, die individuelle Regelung können wir natürlich gut abgrenzen von der abstrakt generellen Regelung. Allerdings bei der konkret generellen und bei der abstrakt generellen ist es ein bisschen schwieriger. Hierbei ist vor allem auf Geltungsdauer und Geltungsbereich zu schauen. Je kürzer diese sind, desto eher liegt ein Verwaltungsakt vor und spricht keine Rechtsnorm. Ein kurzes Beispiel dazu, damit wir das Ganze ein bisschen vertiefen. Die Gemeindeverwaltung G befestigt vor dem Parkplatz einer Reihenhäusersiedlung ein Schild mit folgendem Inhalt. Dieser Parkplatz ist vom 1.3. bis 3.3.2016 aufgrund eines Umbaus freizuhalten. Handelt es sich hierbei um einen Verwaltungsakt oder um eine Rechtsnorm? Verwaltungsakt oder Rechtsnorm? Wir müssen uns hier zwei Fragen stellen. Die erste Frage, haben wir hier eine individuelle oder eine generelle Regelung? Individuelle Regelung liegt vor, wenn nur eine einzige Person betroffen ist. Eine generelle Regelung liegt vor, wenn mehrere Personen betroffen sind. Und ich glaube, das ist relativ einfach, das hier zu entscheiden. Natürlich sind hier mehrere Personen betroffen, wenn eine ganze Reihenhäusersiedlung mit dem Schild sozusagen angesprochen wird. Das heißt, wir haben hier eine generelle Regelung und keine individuelle Regelung. Übrigens könnt ihr auch gerne bei dem Beispiel mitmachen und das Video pausieren und dann eben selber die Frage beantworten. Das bringt euch natürlich am meisten. Ja, ganz kurz nur dazu. Das könnt ihr bei allen meinen Beispielen machen. Falls ich ein Beispiel bringe, geht kurz in euch und reflektiert mal kurz drüber nach und schaut, was für eine Lösung ihr persönlich präsentieren würdet. Die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, liegt eine konkrete oder eine abstrakte Regelung vor? Da habe ich ja schon gesagt, dass die Abgrenzung zwischen konkret generell und abstrakt generell, sprich ob jetzt Verwaltungsakt oder Rechtsnorm vorliegt, ist in manchen Fällen relativ schwierig. In diesem Fall ist es tatsächlich etwas schwieriger. Wir müssten darauf abstellen, auf die Geltungsdauer und auf den Geltungsbereich des Verbots, welches hier ausgeschildert wurde. Der Parkplatz vor der Reihenhäusersiedlung ist hier vom 1.3. bis zum 3.3.2016 freizuhalten. Das sind insgesamt 3 Tage, sprich der Geltungsbereich ist hier relativ klein, relativ kurz. Des Weiteren ist es so, dass hier nur eine Reihenhäusersiedlung angesprochen wird. Sprich, es wird nicht eine Vielzahl von unbestimmten Personen hiermit angesprochen, grundsätzlich. Deshalb kommen wir zu dem Schluss, dass hier eine konkret generelle Regelung gegeben ist. Wenn jetzt beispielsweise ein Parkverbot in der Innenstadt vorzufinden wäre, dann bräuchten wir nicht darüber diskutieren.
dann würde selbstverständlich eine abstrakt generelle Regelung greifen, die natürlich eine Vielzahl von Personen betrifft. Wenn es eine Reihenhäusersiedlung ist und dazu die Zeit hier relativ begrenzt ist vom 1.3. auf den 3.3., dann kann man hier von einem Verwaltungsakt und einer, von einer konkret generellen Regelung ausgehen. Sprich, es liegt ein Verwaltungsakt nach Paragraph 35 Verwaltungsverfahrensgesetz vor. Das war's zum Einzelfall. Ich hoffe, das Ganze ist relativ gut rübergekommen, müsste eigentlich soweit gepasst haben. Falls ihr noch Fragen habt, unten in die Kommentare rein. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Im nächsten Video machen wir übrigens die Außenwirkung des Verwaltungsakts, den letzten Prüfungspunkt. Bis dahin sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Paragraph 31.